Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zur Partie 1. FFC Turbine Potsdam gegen die SGS Essen 2:2. Wir sahen, glaube ich, ein munteres Spielchen. Zu meiner Linken begrüße ich recht herzlich den Trainer von Essen, Daniel Kraus, und zu meiner Rechten Matthias Rudolf von Turbine Potsdam. Und ich bitte wie immer als erstes unseren Gästetrainer um ein Statement zum heutigen Spiel. Ja, erstmal grundsätzlich, glaube ich, ein munteres Spiel trifft's. Und wir hatten ja, glaube ich, beide vor dem Spiel das eigentlich auch so erwartet, dass es wieder ein intensives Spiel wird auf Augenhöhe, wo es um Kleinigkeiten geht. Ja, am Ende ist es das geworden. Ich glaube, wir sind in ein richtig, richtig gutes Spiel reingekommen, gehen sehr früh in Führung, haben dann in Halbzeit 1 auch noch zwei Riesenmöglichkeiten. Ob das jetzt das Gute zu viel gewesen wäre, ist die andere Frage, aber ich glaube, dass es das am Ende war, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil wir es dann verpasst haben, das dritte Tor zu machen. Oder dann halt zumindest mit einem 2-0 in die Halbzeit zu gehen. In der zweiten Halbzeit kam Potsdam deutlich verbessert aus der Halbzeit, deutlich aggressiver. Wir haben dann ein bisschen nachgelassen, waren in den zweiten Bällen nicht mehr so richtig da. Und ja, dann, dass Potsdam Fußball spielen kann, dass Potsdam schnell umschalten kann. Und dann kommen auch die Zuschauer wieder, das dann schon, ja, macht Fußball aus. Trotzdem haben wir, glaube ich, nicht aufgesteckt. Die Mädels haben Vollgas gegeben, den kurzfristigen Ausfall von Marina Hegering auch noch kompensiert in einer Art und Weise, die mir schon großen Respekt abnötigt. Und deswegen glaube ich, am Ende ist es ein verdientes Unentschieden. Vielen Dank. Matthias Rudolf, bitteschön. Ja, ich denke auch, im Endeffekt geht das Unentschieden in Ordnung. In der ersten Halbzeit waren wir sozusagen gar nicht auf dem Platz gewesen, hat uns jegliche Aggressivität gefehlt. Wir haben viele Zweikämpfe verloren. Wir haben nicht nur die Zweikämpfe verloren, sondern auch immer wieder völlig naiv ins Mittelfeld reingespielt, wo Essen dann präsent war, die Bälle aufgenommen hat, schnell tief gespielt hat. Wir hatten davor gewarnt und auch darauf hingewiesen, aber es hat eben nicht funktioniert. Wir waren, wie gesagt, nicht auf dem Platz und glücklicherweise macht Essen nicht das dritte Tor, sondern wir kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer. In der Halbzeit habe ich einfach mal an die Ehre appelliert, der Mädels. Klar war es jetzt eine schwere Woche aufgrund der Hiobsbotschaften, die da uns erreicht haben. Jeder weiß ja, was gemeint ist. In der zweiten Halbzeit muss man dann aber ganz klar sagen, hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt. Sie hat gekämpft bis zum Ende. Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück hätte dann das Pendel sogar nochmal für uns ausschlagen können, wenn wir hier in der Nachspielzeit hatten wir noch zwei Riesengelegenheiten und eigentlich machen wir noch ein Tor. Angeblich war es ein Foulspiel vorher gewesen. Also für die zweite Halbzeit muss man der Mannschaft hohen Respekt zollen, dass man so wiedergekommen ist. Zeigt auch, dass der Charakter stimmt bei den Mädels und bei dem Team. Aber wie gesagt, im Endeffekt sehe ich auch so, dass das Unentschieden gerecht ist. Okay, vielen Dank, Matthias Rudolf. Ich sehe viele interessierte Gesichter hier vorne. Ihre Fragen bitte. Na bitte. Also erstmal, steht jetzt mal um das Thema Hegering. Was war da passiert? Nimm mal das Mikrofon. Was war passiert? Warum hat Hegering nicht gespielt? Ja. Marina Hegering hat aus dem Spiel gegen Hoffenheim schon einen Schlag für die Achillessehne bekommen. Das konnten wir gut behandeln. Aber dann auch, dann ist der Schmerz ein bisschen nach oben gewandert in den Oberschenkel. Und ja, schlussendlich hat sie eigentlich die ganze Woche nicht trainiert. Wir haben alles versucht, dass sie heute einfach sagen kann, okay, es geht oder es geht nicht. Und dann hat sie sich dagegen entschieden, was nachvollziehbar ist. Und ja, dann ist es, glaube ich, eine Stärke dieser Mannschaft, dass wir dann einfach nicht rumpalabern, sondern dann kommt die nächste rein und gibt einfach Vollgas. Gibt es weitere Fragen? Dann habe ich jetzt eine humorvolle Frage. Wer war denn in der ersten Halbzeit der aggressivere Trainer auf dem Platz? Geht die Frage jetzt an beide Trainer? An beide Trainer, okay. Ja, ja. Wer möchte denn zuerst? Ja, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Trainerpersönlichkeiten. Ich glaube, dass ich vielleicht eher der Aktivere bin, dynamischere, vielleicht, was es von der Außenwirkung bedeutet, aber der Matthias macht das sensationell. Ich glaube, es wird immer gerne verkannt, weil er eher ein ruhiger Vertreter ist. Aber wenn ich die Mannschaft spielen sehe, da muss ich sagen, ist das Potsdam so, wie man das kennt. Es ist leidenschaftlich, es ist mit viel Engagement, es ist aber auch spielerisch deutlich verbessert. Und deswegen halte ich den Matthias für einen richtig, richtig guten Trainer. Und
würde ich eigentlich gern verwehren, dass es dann immer so dargestellt wird, weil ein bisschen ruhiger an der Linie ist, dass er nicht dabei wäre oder dass es irgendwie nicht so richtig passt. Ich bin vielleicht eher zu viel dabei. So hat jeder seins. Und von der Warte her. Das war eine super Antwort. Danke. Sind Sie zufrieden? Die Antwort war gut. Er braucht gar nicht besser. Ich freue mich. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich die Frage relativ provokant fand. Wir haben nämlich überlegt, wie wir umstellen. Wir haben die Dreierkette aufgelöst, auf Viererkette umgestellt, okay, um einfach den Druck von Essen herauszunehmen, was ich dann im Endeffekt ja auch bezahlt gemacht habe, wie wir von 0-2 auf 2-2 gekommen sind. Also nicht falsch verstehen, die Frage. So, gibt es noch weitere Fragen, meine Damen und Herren? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich es auch nicht in die Länge ziehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, doch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns am 24.03. genauso zahlreich und gesund wieder. Unseren Gästen wünsche ich eine angenehme Heimfahrt und eine staufreie vor allen Dingen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.